Aus. Leute, holt euch was zum Essen, zu trinken oder sonst irgendwas, weil das Video wird lang. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit dem Luis, meinem Freund. Ihr kennt ihn bestimmt schon aus ein paar anderen Videos und Vlogs von mir. Und ich dachte mir, beziehungsweise wir dachten uns, dass es doch mal cool wäre, wenn er mich schminken würde. Aber nicht dieses typische, es endet in einer Katastrophe und man sieht aus wie gekotzt. Sondern ich werde Luis so ein paar Tipps geben, wie er mich schminken soll, sodass ich wirklich am Ende gut aussehe. Also ich versuche, dass es gut aussieht. Heißt Ja, nicht, dass es genau. wirklich gut aussieht. Luis kennt ja meine Videos, sieht, wie ich mich schminke und dadurch weiß er ja schon ein bisschen so, was auf ihn zukommt. Er weiß ja schon, was ein Highlighter ist, was ein Eyeliner ist. Nö? Und ja, ich freue mich auf das Experiment und ich bin sehr gespannt. Und ich werde mich jetzt hier gleich. Nur zur kleinen Erklärung, ich werde mich jetzt hier gleich so hinsetzen und dann so versuchen hier zu schminken. Genau. Und ich wünsche euch natürlich, wir wünschen euch natürlich ganz viel Spaß dabei und lasst uns anfangen. So, womit fangen wir an? Foundation, oder? Nee. Guck mal, wenn du Foundation drauf machst, brauchst du immer noch eine Grundlage. Achso, ja. Da Dann. geht's jetzt schon los Also, eigentlich. ich habe jetzt ein paar Sachen, ja. Ich habe jetzt ein paar Sachen hier runtergelegt. Luis hat sich auch eine Eyeshadow-Palette und so rausgesucht, mit der er mich schminken möchte. Du brauchst noch einen Primer. Also was davon ist ein Primer? Ist er? Mmh. Ja? He's Oh, good. Boss hier. Der Beauty-YouTuber-Trick. Und den trägt man auf Stellen auf, wo man große Poren hat. Ja. Ja, ist gut. Und jetzt was denn? Aber Wie mach viel davon? So, wenig. Finger? Hast du eigentlich deine Hände Ja, gewaschen? habe ich eben. Aha. Ich glaube, ich habe Make-up-Artist. So. Das muss schön verblendet sein. Das ist der professionellste Make-up-Artist auf der ganzen weiten Oh, Welt. geil. So, was nehmen wir So. als nächstes? Jetzt irgendwie. Jetzt brauchst du Foundation, oder? Genau. Und wie trage ich die Foundation auf? Ich mach mal die ganze Hand voll und schmier es dir einfach komplett ins Gesicht. Falsch. Was habe ich dir vorhin gegeben? Ach nee, dieses lilane Ding, was so feucht ist. Wo ist es? Da. Ich zeig euch den ganzen Prozess hier. Seht ihr das gut? Wie viel? Reicht das? So? Wie viel? Immer noch. Ja, das reicht. Erstmal, glaube ich. Wo ich denn andere Wange? Hey Luis, das muss Also doch hier. überall? Ja, Foundation muss überall hin. Entschuldigung. Ich Unwissender. Hey Luis, das ist okay jetzt. Das ist einfach nur um den größten Teil vom Produkt. Nein, 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 jetzt mach erstmal, fang erstmal jetzt an. Achso, ja, okay. Du Ich muss musst drauf doch. tun. Entschuldigung. Was will ich denn Sorry. damit? Warum denn? Sorry. Ja, weil ich Also, nicht das wollte. ist ziemlich knapp um Augen. Nicht schlimm. Augen zu. Ich mach das beruflich. So schön flawless aussehen, ja? Sieht es. Kannst du mir glauben. Mach den Rest so auf mein Kinn und hier oben, so mit dem Mund herum. Du achtest darauf, dass man das dann auch immer alles hier ganz schön sieht, ja? Jetzt ist okay, Ja? Luis. Ja, woher soll ich das denn wissen? Sei nicht so fies zu mir. Das war so gut, aber. Ja? Und jetzt verblendet es auch mal hier runter. Ja, mach ich. Sonst hat man so ein Make-up. Ja, das hat die Mädchen aus meiner. Alles klar. Alles klar. So. Sieht auch flawless aus. Ich muss da auch. Ja, da muss man viel hin. Schatzi, da auf der Seite war noch gar nichts Ja, im eben, Make-up. deswegen mache ich doch das jetzt so an. Da kannst du ruhig deinen Finger nehmen und dann schön drauf. Nee, ja. Die Stirn. Stirn. Hier. Wenn du mehr Foundation brauchst, nimm mehr. Hier, mach mal zwischen meiner Monobraue. Meiner non-existing Monobraue. Ja, seit wann seid ihr eigentlich zusammen? Ja, Augenbrauen. Ist schön, wenn es in die Augenbrauen mit reingeht. Geht, oder? Cool. Ich
Ja, das sieht aus wie so ein komischer Pilz, ey. Das wackelt auch so witzig. Was soll ich da machen? Das ist Concealer. Und das hier? Ja, das kannst du noch, das musst du auch benutzen. Oh, oh, oh. Und wo kommt Concealer hin? So. Stellen. Keine Ahnung. Denk mal nach. Leberflecken oder so? Nein! Dicke? Hier? So? Ach so, ja. Weißt du, da? Ach, das schmierst du dir hier immer so. Genau. Immer. Was denn? Nämlich auch mein Auge. So, warte, jetzt guck einmal so in die Kamera. Unterschied hier. Auf meine Nase. Und dann kannst du hier oben noch so ein bisschen machen. Hier noch so? Ja, kannst du. Oder so. Ja, so. Okay. Ja. Okay. In der Foundation ist das ganze Gesicht in der gleichen Farbe, weißt du? Okay. Und deswegen will man durch hellen Concealer und dunklen Concealer wieder Dimension und Struktur ins Gesicht bringen. Alles klar. Das hier benutzen wir, um zu baken. Was? So, ja. Und jetzt machst du das hier praktisch dort, wo du den Concealer hingemacht hast, machst du da das Puder hin. Ah, nicht ganz so. Soll ich die Seite nehmen? Nee. Ach, egal. Sieht ganz cool Step, aus. Step, Step, Step drauf. Schmier schön drauf, so. Ja. So? Ja. Ganz schön so. Okay. Auch den Hals von drauf. Ja, mit dem Pinsel so. Mit dem hier? Ja. Sonst würdest du das wegschieben. Ja. Jetzt kommen die Augenbrauen dran. Yeah. Und welchen Pinsel? Luis möchte den zum Augenbrauen machen benutzen. Du brauchst einen schönen, dünnen. Okay. Ja. Schräg halten. So? Schräg. So? So. Nee. So. So. Was denn? Du machst erstmal eine gerade Linie. Ja. Und dann oben. Ich glaube, ich brauche mehr. Nee. Du musst das zweite brauchen. Ja, was? So. Was? Das machst du nur weg. Ja, ich hab's gemacht. Nein. Sieht gut aus, sieht gut aus. Beweg dich nicht. Caro, hör auf jetzt. Louis! Du bewegst dich. Ey, was soll ich denn machen? Ja, du... Ich... Ah! Schatz, ich bin grob hier an. Schatz, ich bin ein Anfänger. Aller Anfang ist schwer. Eyebrows are done. So, jetzt kommen wir zu Lidschatten. Wir brauchen eine Eyebrow Base, deswegen benutzen wir Concealer. Und jetzt nimmst du den Concealer. Und schmierst du den unter die Augenbrauen? Nee, auf das Augenlid. Wo ist das? Also hier hinten. Ja, genau da. Mach mal schön die Augen zu. Nicht zu viel. Weniger ist mehr. So den Puderpinsel und tupfst auf mein Augenlid, damit der Concealer gesettet ist. Oder so richtig schmieren, ist egal. So! Nachdem wir die Eyeshadow Base haben, was benutzen wir? Eyeshadow. Sehr gut. Wo ist die Eyeshadow-Palette? Also hier. Welche benutzen wir? Chocolate Bonbons. Zeig mal. Too Faced. Ich hätte gern einen braunen Lidschatten. Das ist ein Verblenderpinsel und du nimmst erstmal, das ist unsere Transition Shade. Ja, muss ich ja jetzt drauf tupfen? Ja, du dabst einfach rein. So, ist okay. Ja. Abtupfen, hier oben, so ab. Genau. Und jetzt fängst du an von hier zu verblenden. Du nimmst den Pinsel hier ja. Und gehst in kreisenden Bewegungen okay, okay. So, da, ja, so. Ja. Wo bitte hast du angefangen, da, Luis? Da.
ne? Ja. Ja, ist gut? Andere Seite auch. Jetzt nimmst du nur dunklere Farbe, und zwar die hier, nicht mit dem Pinsel. Mit einem kleineren Pinsel, der ungefähr genauso aussieht. Das sieht hier fast genauso aus hier. Guck mal, das sieht doch fast genauso aus. Okay, und stopp. Und jetzt nimmst du wieder den anderen Pinsel und verblendest damit, weil das eine hellere Farbe ist. Ja, perfekt. Und jetzt nimmst du den anderen Pinsel und jetzt verblendest du das genauso wie auf der anderen Seite. Genauso. Weiter nach vorne. Ja, stopp. Und Glitzer hier drauf. Derpen. Das kannst du ruhig schön, oder fang mit dem Auge an. Hm? Schön rein. Ja, und jetzt? Jetzt machst du Concealer hier unten hin, dort wo du dich vermalt hast. Ist okay. Ja, perfekt. Echt? Ja. Und jetzt nimmst du Beauty Blender. Und jetzt dabst du das drauf, aber ohne den Lidschatten zu füllen. Du dabst eher weiter runter als weiter hoch, okay? Okay. Guck. Sieht doch gut aus, oder? Ja. Bei der anderen Seite kannst du auch. Wie viele Kilo sind wir mittlerweile angelangt? Haha. Sehr gut. Ich bin nämlich auf Instagram und nehme ich ihn. Sehr gut. Jetzt Browbone Highlight. Ach du Worte. Hier. Was kommt jetzt? Contouring. Mhm. Ja. Okay. Browser. Ja, welcher? Hula. Ja, wo? Hier. Hier ist die Grenze, okay? Ja. Weißt du, wir machen es einfach so. Sieht geil aus. Liegt im Auge des Betrachters, aber... So, und jetzt hier dasselbe nochmal. Hey, das ist eigentlich voll okay. Das ist eigentlich voll okay. Krass. Okay, jetzt kommt was? Highlighter. Or? Ja, oder Blush. Ich möchte zuerst den Highlighter machen. Du möchtest zuerst den Highlighter machen? Oui. Und für den? Da. Oh, zeig mal. Hier. Genau. Ab hier so hoch. Immer der kleinen Finger. Ja. Und jetzt machen wir so wie so einen Punkt genau da hin. Kleinen Punkt. Ja, der ist zwar schief, aber das ist okay. Wir werden im Leben. Dazu musst du ja nicht so rausgehen. Du musst immer denken, es ist gar nicht so schlimm. Stell dir einfach das Video vor, wo Tim dich geschminkt hat. Oh ja, das kann ich euch hier mal verlinken. Das ist ja nicht so gut gelaufen, ne? Sieht doch schön aus. Ist okay. Immer ist okay, immer ist okay. Warum kann es denn nicht mal schön sein? Weil es nicht schön ist. Oh Mann. Und Bimbi. So, du musst jetzt hier unten hin. Mann, ich habe irgendwie Angst, hier die Augen kaputt zu machen. Ich irgendwie auch. Kann ich das selber machen? Ja, das darfst du ausnahmsweise selber machen. Hier, das darf, Mary Jo Kay. Das darf ich hier drauf machen. Das ist der ganz rote jetzt. Das war mir von Anfang an klar, dass ich es nicht so gut machen werde. Ich hatte so High Hopes in dem, wirklich. Ach geil. Will ich sehen oder will ich es nicht sehen? Ich glaube nicht, dass du es sehen willst. Karo, was ist das denn machen? Hier? Ja, das warst du. Drauf machen. Also, das ist das Endergebnis. Wenn man die Lippen betrachtet, das ist... professionell. Eine Katastrophe. Professionell ist, glaube ich, gar kein Ausdruck mehr für mich. Ich soll schon... Ich glaube, Gott hat mir diese Gabe verliehen. Vom Weiten ist es eigentlich ganz okay, nur wenn man näher kommt, ist es... Ja, aber sonst die Augenbrauen. Komm mal her, Schatzi. Ich habe mir jede Mühe gegeben, auch wenn Karo... auch wenn Karo mich richtig fertig gemacht hat, deswegen, weil ich die ganze Zeit anscheinend... erstmal, weil ich die ganze Zeit ziemlich verschissen habe. Selbst wenn sie jetzt weiß, macht es gleich wieder ab und sie musste sich eigentlich gar nicht aufregen, weil sie benutzt sie jetzt eh nicht, um rauszugehen oder so. Sie ist einfach trotzdem sauer, wenn ich irgendwas falsch mache.
sehr explodiert. Das war mein allererstes Mal, dass ich dich geschminkt habe, ne? Ja, aber das ist gut gewesen. Vielleicht kommt es jetzt zu einem zweiten Teil. Ich glaube es eher nicht. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun. Genauso wie einen Kommentar hinschreiben, wie ihr das Video fandet und wie ihr das Endergebnis findet. Was für eine Note würdet ihr von 1 bis 10 diesem Look geben? Als für einen Jungen, ja? Für einen Jungen ein 7,8. Ja, finde ich gut. 7,5. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Schatzi, komm, sag Tschüssi. Tschüss. Ciao. Ich glaube, das war so ziemlich das kitschigste Ende, was man sich vorstellen kann. Also.